Wir kommen jetzt zum zweiten Part der historischen Preisentwicklung von Silber. Und da schauen wir zunächst auf die Preisentwicklung in Eurocent seit Beginn dieses Jahrhunderts. Und Sie sehen, dass sich Silber auch in Euro sehr positiv entwickelt hat. Und wenn wir uns Silber auf der folgenden Grafik im Vergleich zu anderen Edelmetallen anschauen, dann sehen Sie hier grau dargestellte Silber. Das Ganze preisindiziert auf den 1. Januar 2000 und in dem Fall in US-Dollar pro Unze. Und da sehen Sie, dass Silber zuletzt sogar den Goldpreis überholt hat und deutlich stärker performt als hier dargestellt in Pink, das Platin, in Grün das Palladium und wie gesagt Gold hier in Orange dargestellt. Und eine sehr extreme Outperformance gegenüber dem internationalen Aktienmarkt hier am Beispiel des Morgan Stanley Capital Index World in US-Dollar, die rote Linie. Diese sehr starke Performance des Silbers in den letzten 10 Jahren wirft natürlich die Frage nach dem weiteren Preispotenzial auf. Diese Frage werde ich versuchen, in meinen weiteren Ausführungen noch zu beantworten. Wenn man sich den Silberpreis etwas längerfristiger mit Beginn des 20. Jahrhunderts anschaut und hier eine Grafik der Kollegen silberjunge.de im charttechnischen Verlauf beobachtet, dann sieht man, dass Silber in US-Dollar soeben aus einer charttechnisch, wie die Fachleute sagen, relevanten Formation nach oben ausbricht. Sie sehen hier die Skalierung auf der linken Seite, die logarithmisch dargestellt ist. Und Sie sehen auch, dass nun zunächst der Weg frei wäre, rein charttechnisch bis zu den alten Höchstständen bei knapp über 50 US-Dollar, resultierend aus dem Jahr 1981. Wenn wir uns den Silberpreis bereinigt um die jährliche Teuerung anschauen, also den inflationsbereinigten Preis, dann sehen Sie, dass wir im historischen Vergleich, wenn wir die Zeitreihe beginnen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, noch sehr viel Platz zu den alten preisbereinigten Höchstständen haben, die ungefähr, wenn man die Inflationsrate der Kollegen von Shadow Statistics zugrunde legt, eine Inflationsrate, die sich an einer realistischeren Inflationsmessung orientiert als die, die im Moment im US-Dollar-Raum üblich ist, dann stellen wir fest, dass wir hier durchaus bis in den Bereich 400 Dollar bis zum Erreichen eines realen Preishochs noch Luft haben. Das ist aber nur erstmal rein statistisch. Allein aus dieser Feststellung ergibt sich ja noch keine Preissteigerung. Interessanter ist hier schon der Vergleich mit Gold. Hier sehen Sie, dass sich der Goldpreis schwarz dargestellt schon sehr viel näher seinen historischen realen Preisen von 1981, den Höchstständen der letzten Edelmetallhosse, angenähert hat, wohingegen Silber hier noch etwas Luft hat. Auch diese Zeitreihe ist indiziert dargestellt und es ist davon auszugehen, dass Silber das Gold hier noch erreichen wird in der Entwicklung zu den Höchstständen, aber eben, wie man hier in der Grafik sieht, auch sehr viel mehr Potenzial hat.